Moin, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir spielen einfach in der Wolkenwelt, in die wir letztes Mal gekommen sind. Und ich bin relativ froh, dass ich jetzt dazu komme, das Projekt aufzunehmen. Es ist im Moment einfach das Projekt, das für mich am entspanntesten ist. Weil es das einzige ist, bei dem ich neben der Virus-Edition, die zähle ich aber separat, das einzige Projekt, bei dem ich nicht ständig hoffen muss, dass die Technik mich einfach reinscheißt, weil die Switch so am mental sterben ist, dauerhaft. Ich hoffe wirklich, dass sie bald eine Switch Pro ankündigen, dann würden wir uns wahrscheinlich die holen. Also insofern sie jetzt nicht gerade Mitte nächsten Jahres rauskommt. Im Moment sind die Gerüchte ja, dass es wahrscheinlich noch diesen September oder so eine Switch Pro geben wird. Was ich definitiv gutheißen würde, auch wenn bis dahin noch ein gutes Stück Zeit ist, dass ich dann mit dem jetzigen Ding ziemlich leiden würde. Let's Go funktioniert auch meistens ganz gut zum Aufnehmen, aber ansonsten New Pokémon Snap kann ich nicht aufnehmen, ohne dass es komplett abstirbt. Smash Bros. Stirbt auch immer relativ schnell weg. Und dann gibt es noch so allgemeine technische Probleme ständig, dass die Capture Card einfach zum Beispiel manchmal keinen Bock hat. Nebenbei renne ich gerade übrigens, finde ich, ganz schön durch das Level durch, dafür, dass das eigentlich mega nervig und anspannend ist. Für die Starcoin muss man von dem hier abspringen. Und ich bin ein bisschen zu schnell durchgerannt. Ich meine, ich habe zwar... Wait, war nicht hier erst? Nee. Es war ein Punkt, der genauso aussah, aber nicht genau da. Ich habe mir schon gedacht, das da sieht ein bisschen verdächtig aus, aber da ist ja nichts. Also irgendwo um Checkpoint, weil da kann man sehr sicher nicht stehen. Aber irgendwo hier... Okay, das hätte ich sehen können. Die Röhre war doch sehr auffällig. Da bin ich einfach ein bisschen zu vertieft ins Labern gewesen und vorbeigerannt. Wait. Alternativ, warte, ich erinnere mich an den Raum, genau, die Starcoin ist schon hier. Nur halt da drüben, oh, da kommt auch eine Plattform, lul. Die ist schon da, die Starcoin, sehr gut. Ja, mit Propellerpilz dürfte es jetzt noch mal eine Stufe leichter werden. Und trotzdem habe ich das Gefühl, mein Gameplay ist deutlich, deutlich schlechter. So, die Landung da hin. Und damit war es das auch mit dem ersten Level der Wolkenwelt. Viele mögen Wolkenwelten ja überhaupt nicht. Ich habe in der Regel keine wirklichen Probleme damit. Ich überlege gerade nur, ob es nicht hier in Castle einen Secret Exit gab, der sehr, sehr ekelhaft war. Also Castle meine ich... Warum sage ich Castle, wenn ich den Tower meine? Halt hier, das direkt vor uns, das Ding. Da gibt's, soweit ich weiß, einen Secret Exit, der sehr ekelhaft ist. Aber vorher, vielleicht eins meiner Lieblingslevel im Spiel. Stimmt, das da, das gibt's ja. Es ist unlogisch wie Scheiße, denn es basiert auf random Wasserblasen, die in der Luft schweben, in denen man schwimmen kann. That's not how that works, Nintendo. Aber, ja, es ist ein ganz cooles Level, wenn auch recht unlogisch. War das wirklich die erste Starcoin? Und ich habe ehrlich gesagt auch... Ich brauche mehrere hin. Oh.
Ich mein, ich hab das Ding. Zwei Hits sind extrem unnötig dafür. Aber ich hab's. Kettenhunde sind, wie man denke ich sieht, auch ein sehr großer Bestandteil dieses Levels. Auch wenn ich glaube, dass die... Kugel will ihren Speed verändern, ist relativ mies. Übrigens! Die Röhre hier sollte man sehen, ansonsten wär's kritisch. Denn... Joa, dann verpasst man die zweite Starcoin. Ich bin mir sehr sicher, ich hab die im ersten Let's Play auch tatsächlich verpasst, aber... Ne? Deswegen habe ich mich diesmal dran erinnert. Und die dritte Starcoin... Was? Was? Sind wir über die dritte Starcoin einfach hinweggeschickt? Wow. Das hasse ich, wenn man einfach vorbeigelotst wird in so einer Form. Weil das ist einfach lame. Punkt. Aber wir haben alles. Und sind fertig mit dem Level. Sehr gut. Ja, die Wii U ist halt angenehmer zum drauf aufnehmen, weil das Ding stirbt nicht dauerhaft. Hat oft weniger Optionen, die Musik ist sehr laut, aber zumindest geht nicht ständig was beim Aufnehmen schief. Ich freue mich wirklich drauf, wenn wir eine andere Switch haben und ich dann endlich konsistent und gut aufnehmen kann. Und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es in der Stage sehr ekelhaften Stuff gab. Man sieht schon, das Prinzip dieser Stage muss man nicht mögen, glaube ich. Mit dem Grundprinzip habe ich eigentlich kein Problem, aber hier diese Passagen sind halt ein bisschen langweilig. Hui, Mann. Wartet auf dieser Plattform und es kommen hin und wieder hier die Gegner ran. Und dann ist man auch schon beim Checkpoint. So, fliegen wir drüber hinweg. Die Sounds, die die Dinger machen, sind auch wunderschön. Ich wusste doch, dass hier eine random Ranke ist. Wenn ich das nicht wüsste, hätte ich die auch nie im Leben gefunden, weil what the fuck, ach so, da unten ist ja ein Piso. Nee, den habe ich schon gesehen. Ich wollte nur einfach der Krasseste sein. Also tatsächlich, ich bin nicht so blind, als dass ich den nicht gesehen hätte. Ja, wenn ich die blauen Münzen nicht krieg, dann nehme ich mir die hier mit. So, jetzt. Jetzt können wir wieder gehen. So, dann fehlt uns noch eine Starcoin. Wir haben den Abschnitt ganz gut geskippt und der Rest des Levels ist nochmal so eine Passage. Bloß mit bisschen mehr Schwierigkeit. Dass ich da nicht getroffen wurde, war ein Zeichen Gottes. So, jetzt kommen Fette, denen man tatsächlich auch halbwegs effektiv wirklich ausweichen muss. Ich weiß gar nicht, kann man die... Wow, man kann die einfach weg... Ja, exakt. Ich verwende oft sehr komische Worte und habe dann versucht, irgendein Wort zu finden, das nicht irgendwie einfach wegfeuern oder wegschießen ist. Und am Ende kam das raus, was ihr gehört habt. Wir gehen ins Ziel, bevor ich noch blöder werde. So, und jetzt diesen Tower habe ich wirklich als ganz, ganz schlimm im Kopf. Der ist wirklich
kein Spaß. Er hat gesagt, ich überlege gerade, wie genau der aufgebaut war. War das der, an den ich gerade denke? War das der? Ja, es war genau der. Vom Prinzip her ganz cool. Ich bilde mir nur eben ein, dass der Secret Exit ekelhafter Trash war. Ich bin mir aber gerade nicht mehr 100% sicher. Ich schwanke zwischen zwei Positionen, wo der Secret Exit sein könnte. Naja, aber auch das Grundlevel-Konzept kann nervig genug sein. Ich denke, ihr seht schon, was ich meine. Und wo das Problem liegen kann. Es ist einfach Bullet Hell mit Bewegungssteuerung eingearbeitet. An sich mag ich Bullet Hell eigentlich, nur die Bewegungssteuerung hätte es nicht gebraucht. Mir nach hätte man mehr Kugelwilli, aber eine Plattform, die sich automatisch bewegt, machen können. Und Starcoins muss ich halt ein bisschen aufpassen. Ich bin mir sehr sicher, dass die erste jetzt gleich kommt. Man kann die minimal verzögern, die Dinger. Wenn man es so macht, auch ein bisschen mehr. Und jetzt überlege ich gerade, habe ich mich falsch erinnert? Ist der Secret Exit hier? Ist der hier? Man sieht es hauptsächlich an diesem einen Metallblock da. Ah nein, das ist nur die Starcoin. Oh, der Innenabschnitt ist deutlich schlimmer als der Außen. Ich behalte mir mal so ein bisschen als Schutz so ein Ding. Ich mag das nicht. Der erste Abschnitt war mir eindeutig lieber. Ich glaube aber, wenn man sich immer so einen mitnimmt, dann versucht so ein bisschen zu dodgen, dann passt's. Scheiße, ich hab grad schon gesehen, dass das da sehr sass... warte. Hä? Oh, okay. Ich hab mich ganz falsch erinnert. Dann habe ich nichts gesagt. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es einen Mini-Pilz-Secret-Exit gibt in dem Level. Und das war unnötig. Ich habe mich echt irgendwie erinnert, dass man Mini-Pilz braucht. Aber nein. Der Secret-Exit ist ehrlich gesagt einfach komplett offensichtlich und easy. Ja, geh nur darüber. Wir schlagen dir trotzdem gleich hier drüben ein auf die Schnauze. So, und damit schaltet man Weg frei über den einen, nur ein Level vom Endcastle. Trenn halt die Schnauze, Toad. Man könnte jetzt also sehr schnell zum Endcastle. Nimmt man die Route auf dem Speedrun? Natürlich nicht. Warum sollte man in einem Speedrun in Welt 7 sein? Well, ich bin weise. Apropos, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich werde schon sehr sicher auch ein, zwei Speedruns von dem Gamer versuchen, sobald das Let's Play durch ist. Hauptsächlich Any% natürlich, weil, ne, das ist mit Abstand die Kategorie, die ich am coolsten finde. Wie so ein 100% Speedrun hätte ich keine Schnitte. Gar kein Bock da allen. Also, nein. Und ja, habe ich mit Mario Bros. U ja schon 2-3 Mal gemacht. Ich glaube 2 Mal. Irgendwie auf speedrun.com Platz 60 damit belegt. Beschwere ich mich definitiv nicht. Auch wenn ich immer noch sad bin, wie sehr ich da gefroht habe. Ich werde auch Mario Bros. U irgendwann nochmal run. Und irgendwann, ich will das mal richtig grinden, um irgendwann eine Sub 45 Minuten Time zu bekommen. Ich hätte beim letzten Run, wer es nicht gesehen hat, ich habe den Run richtig gut gespielt, war richtig im Voraus zum Run davor. Und dann schlicht und ergreifend,
Ich hab's verpackt, ich hab den Secret Exit in 8.1 nicht bekommen. Ich hab versucht, den zu holen, war zu langsam beim P-Switch und hab mich dann entschieden, stattdessen die normalen Level zu spielen und nicht den Secret Exit zu nehmen. Und beide Level, die da kamen, waren nicht gerade Speedrun praktisch. Und die Sache ist die, im Run davor habe ich den Secret Exit erwischt. Und wie viel besser der Run war, zeigt sich daher, dass es trotzdem neuer PB war, obwohl ich den Secret Exit verpasst habe. Und das ist halt wirklich sad. Wenn ich mal... Die Sache ist halt, die beim Run davor habe ich gerade beim Finale relativ verkackt. So bisschen dodgen wie der King, der ich bin. Da sind auch gleich zwei Kanonen. Da ist noch eine. Oh Gott. Ich brauche einen Bob-Omb. Wie? Das Gute ist, ehrlich gesagt, war mir das gar nicht bewusst. Man hat endlose Versuche, so zu... Ah, obwohl, der ist jetzt so... Warte. Nee, der geht nicht weiter runter, Kacke. Wie? Wie hittet das nicht? Gott, es ist so unnötig und nervig. So, jetzt müssten da doch welche drauf landen, oder? Ja. Dann warte ich noch einen Moment. Junge! Ich bin nicht aggressiv! So, wenn ich das so hinstelle, dann kriege ich halt die Bob-Oms definitiv da drauf. Dankeschön! Es war an der Zeit. Ja, sehr nervige Starcoin, aber letztendlich haben wir sie bekommen. Ist auf der anderen Seite ein Item, I guess so. Yep. Und damit kommen wir zum letzten Koopaling. Wenn natürlich nicht zum letzten Kampf gegen den letzten Koopaling. Ludwig. Was macht der Typ, der hat zielsuchende Geschosse und ist Yoshi sein Cousin, I guess? Ja, das sind seine Talente. Deswegen kann ich sehr mit ihm relaten. Ich kann auch nur nutzlose Scheiße. Was? Und jetzt verpiss dich. Damit haben wir den Ludwig-Kampf hier schon mal geschafft. Der war deutlich einfacher, als die Starcoin zu bekommen. Apropos deutlich einfacher. Das Level, das wir mit dem Secret Exit freigeschaltet haben, ist wohl eines der ekelhaftesten im gesamten Game. Jawohl, das wollen wir doch. Vorher machen wir aber, oder? Nee, machen wir erst das da oben. Ja doch, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir es hinter uns, auch wenn es chronologisch gesehen nicht an der Reihe wäre. Und ja, es ist ein Scrolling-Parakäfer-Level. Die dürfen nicht fehlen. Sie müssten eigentlich fehlen, tun's aber nie. Das fasst sie zusammen. Ich verstehe halt wirklich den puren Sinn dieser Gegner, dieser Level nicht. Die sind unfassbar nervig. Was ist eigentlich die Logik dahinter, dass man One-Up bekommt, wenn man auf 12-10 von denen springt? Die gibt's aber doch auch nur
weil die genau wissen, dass Leute in diesen Leveln reinscheißen, weil sie so ekelhaft sind. So, ich glaube, ich habe langsam genug gerantet. Ich muss mich ein bisschen fokussieren, weil diese Level halt schon einiges an Präzision brauchen. Ein falscher Sprung und man ist tot. Was eben ein Teil denn davon ausmacht, wie nervig diese Level sind. So, ich nehme mir den Typen. Was so ein Trick ist, der immer ganz useful ist. Ihr seht ja, die Kleinen gehen nach oben, die Großen nach unten. Aber wenn man springt, wenn man auf die springt, haben sie kurz einen Boost in die andere Richtung. Ich zeig's euch an dem mal. Okay, nee, stimmt nicht. Die haben keinen kurzen Boost nach oben. Aber die Kleinen haben einen kurzen Boost nach unten. Und deshalb kann man sich so auch mit denen nach unten bewegen. Ich dachte, die Großen... Genau das ist es. Genau das ist es mit den Leveln. Und haben die haben keinen Checkpoint. Kann das... Das hat keinen Checkpoint, dieses ekelhafte Scheiß-Level. Es ist ekelhaftes Scrolling. Mit einem Jump ist man tot. Und who the fuck needs Checkpoints? Was soll denn das? Es ist wirklich eines der schlimmsten Level im Spiel. Und da wird mir hier auch niemand von was anderem überzeugen können. Also wer auch immer das designt hat, hatte auch einfach keinen Bock auf Menschen. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, dass wir es innerhalb der nächsten, am besten dieses Tries, eben weil auch noch ein Checkpoint wäre. Okay, ich weiß nicht, ob vielleicht später ein Checkpoint kommt noch, aber... Ich meine, wir waren weit genug im Level drin, ne? Wir haben das Level schon locker irgendwie 2 Minuten gespielt. Und das ist ja das Ranzige. Diese Wolken, die da überall sind, machen es übrigens nicht besser. Und damit man hier eben nicht Game Over geht, gibt's, wenn man auf genug von den Dingern springt, einfach ein One-Up, das grundlos vom Himmel fällt. Also, hier will man sich wirklich alle Mühe geben, dass es gar keinen Sinn macht, was man tut. Danke dafür. Jetzt lass mich bitte nicht nochmal sterben, weil das dauert wirklich. Beginnt man mit 400 Sekunden, wenn ja, dauert es bis an diese Stelle genau 2 Minuten. Was halt einfach Bullshit ist. 2 Minuten ohne Checkpoint und das in einem Level, in dem wirklich ein falscher Input einen tötet. Das ist Kunst. Jo, wahrscheinlich. What the fuck? Welcher Vollidiot hat dieses Level-Design? Wie bekommt man diese scheiß Starcoin ohne einen Propellerpilz? Wir waren jetzt bei der dritten Starcoin, konnten aber nicht überleben, sie zu holen. Und weil es im ganzen Level keinen Checkpoint gibt, nochmal alles von vorne. Ey, wirklich, wie sehr muss man denn seine Spieler hassen bei Nintendo für sowas? Das in You war ja schon schlimm, das Parakäfer-Level, aber das hier ist noch deutlich schlimmer in meinen Augen. Alter. Dann probieren wir es mal weiter und gucken, ob wir dieses Mal vielleicht tatsächlich irgendwie... Ich weiß schon, die dritte Starcoin bekommen und überleben können. Ja, scheiß auf dein One-Up, als ob man davon nicht genug bekommt. Die Wolken machen es noch schlimmer. Es ist einfach ein Dreckslevel. Vielleicht das ekelhafteste im Spiel. Und wir versuchen einfach nur, es fertig zu bekommen. Und es danach nie wieder spielen zu müssen.
da, wie gesagt, zum Glück man auf einer Speedrun-Route nicht in der Nähe dieses Levels sein muss. Stellt euch mal vor, ich höre mal viele, die sagen, in einem Speedrun sind Scrolling-Level die angenehmsten, weil da hat man eh Pause so ungefähr, da kann man den Speed eh nicht beeinflussen und ich verstehe zwar irgendwo, woher das Mindset kommt, aber ich finde Scrolling-Level wirklich mit Abstand die anstrengendsten Speedruns, weil das wirklich so ein Gefühl hat, so ein bisschen eingeengt. Ich hab nicht geschüttelt, Junge! Welcher Vollidiot programmiert so ein Scheiß-Level? Gott! Und dann gibt man noch einen Jump, der mit einer Bewegungssteuerung, die nicht gescheit funktioniert, ausgeführt wird, der einen tötet, wenn man ihn aus Versehen macht. That's what I like to see. Dieses Level macht so aggressiv, vor allem es kostet so viel Zeit. Wir hätten gefühlt die ganze Welt in der Folge packen können, wenn nicht dieses Level alleine gefühlt die Hälfte einnimmt. Es ist einfach so schlecht, Alter. So, gib mir mal wieder die Starcoin. So, bis zur zweiten Starcoin komme ich recht konsistent. Danach ist die Sache ist die, ich habe auch nicht das Gefühl, das Level ist wirklich schwer. Es ist halt wirklich der Fakt, erstens, dass es diesen Drehsprung gibt, der sich einfach aktiviert, wenn man die Wii-Fernbedienung zu hart anfurzt, gefühlt. Und einfach der Fakt, dass man dann auch mit irgendwie einem Zentimeter falschen Sprung sofort tot ist. Und dieses Scrolling-Level, das rund 3 Minuten dauert, nochmal von Anfang an machen darf. Wirklich, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Ich hoffe, der arbeitet nicht mehr bei Nintendo. Hier, wenn die noch unterschiedliches Tempo haben, macht's nicht unbedingt lustiger. Ja, aber das in Mario Bros. U war deutlich angenehmer. Das habe ich schon erwähnt, während du nicht da warst. Die Version des Levels in U war so viel angenehmer. Und wie genau ist jetzt eigentlich geplant, dass man diese Starcoin bekommt und überlebt? Ey, das ist doch ein Joke! Welcher Vollidiot baut sowas? Gott. Ich hatte das Level eh klappt im Kopf, aber es ist so viel schlimmer, als ich in Erinnerung hatte. Lass mich den Scheiß doch einfach abschließen. Was ist denn das auch für eine dritte Starcoin? Ich finde es halt wirklich toll, wie so sehr auffällt, dass sogar die Entwickler wissen, was für ein Dreck dieses Level ist, weshalb sie einem hier so viele One-Ups einfach schenken. Damit auch ja keiner Game Over geht, wenn man schon so einen ekelhaften Scheiß baut. So, weiter. Man bekommt halt wirklich, bevor man bei der zweiten Starcoin ist, bekommt man schon mal 3 Leben Minimum. Ja, das wäre, wenn wir es eingesammelt hätten, das dritte gewesen. Jo, fast 4 Leben, man kann bestimmt auch irgendwie auf 4 kommen. Bitte lass mich den Scheiß jetzt einfach beenden. Also wirklich, ich hab's am Anfang der Folge gesagt, ich gehöre zu den wenigen Leuten, die Wolkenwelten eigentlich mögen. Aber dieses Level zieht die Wolkenwelt dieses Spiels halt schon runter.
noch ein paar geschenkte One-Ups. Und nächster Versuch. Ich glaube schon, dass man hier eher die letzte nehmen sollte. Ach komm, lass die Scheiße doch! Wer baut das? Let's go! Ey, es ist so schlecht. Es ist so unfassbar schlecht. Ey. Mich juckt's jetzt auch nicht. Ich geh jetzt mit dem scheiß Propellerpilz dahin und schieß den Bullshit. Punkt. Auch wenn's natürlich mit den Wolken jetzt toll wird, die effektiv wegzubekommen. Lass mich einfach ans Ziel mit den Starcoins und Punkt. Damit ich das Level hier nie wieder spielen muss. So, erste Starcoin mal wieder. Allgemein hier gefühlt. Das Level ist halt nicht schwer, das macht's noch schlimmer. Das Level ist halt nicht schwer, die letzte Starcoin ist einfach nur ekelhaft platziert und es gibt keinen Checkpoint. Das ist das Problem. So. Also wenn ihr keinen Bock auf den Kack habt, nehmt euch einen Propellerpilz, der macht euch das Leben definitiv einfacher. So, wieder mal bei der Starcoin. Und dieses Mal haben wir einen Propellerpilz, mit dem wir das ja wohl hinhauen. So, runter da. Gib mir das Scheißteil und tschüss. So. Jetzt scroll den Rest, die restlichen paar Meter nicht noch so arschlangsam, sondern lass mich hier hoch, wo man zur Zielspitze kommt. Und endlich. Wow, ein Propellerpilz hätte ich auch den Weg unten nehmen können. Gott, was für ein beschissenes Level. Jetzt mal ganz for real, wenn man einen Speedrun machen wollen würde, bei dem man keine Secret Exits, oder bei dem man keine Welten mit Secret Exits gibt, sehr spezifisch, ich weiß. Ich würde das Level einfach nicht machen hier oben. Ich würde die reguläre Route nehmen, geht schneller. Nach dem Scheiß brauche ich jetzt eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.